no gunshots, but they getting low, 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 low. Servus und herzlich willkommen zurück. Hier ist euer Luxor am Start und wir wollen weiter mal in der Halle der Forscher Rafam besiegen, wenn das dann ist. Genug! Dem Stab des Ursprungs habt ihr nichts entgegenzusetzen. Okay, den Stab haben wir nichts entgegenzusetzen. Ich bin mal gespannt, was gibt's hier für Karten? Eine Wüstenkamel und noch einen anderen in Ordnung. Ach, Meister Dieb Rafam, da bekommt man auch als Karte. So, wunderbar, Rafam entfesselt. Er hat den Stab benutzt, um zu entkommen. Verfolgt ihn und bringt ihn zur Strecke. Wird gemacht, seine Hero Power kostet 0. Stab des Ursprungs, passive Heldenfähigkeit. Euer Held ist immun, während sich der Stab auflädt. Okay. Klingt wieder fast nach einem taktischen Durchhalten. Ja, ich würde sagen, wir versuchen einfach nochmal den Priester und gucken, was passiert. Aber immun, bis der Stab sich auflädt, ist jetzt natürlich die Frage, wie lange braucht der Stab, bis er sich auflädt. Aber auf jeden Fall können wir ihm eine Weile keinen Schaden machen, wie es aussieht. Der größte aller Archäologen. Ach, jetzt kündigt er sich auch schon selber an. Zeuge der ganzen Macht des Stabes. Das Licht wird den Sieg bringen. Tja, den werden wir auf jeden Fall wegschmeißen. Die bin ich auch erstmal dafür. Die können wir behalten. Eventuell später auch was Kleines. Womit wir es anfangen können. Wunderbar, eine Holy Nova. Damit können wir noch gar nichts anfangen erstmal. Ich bin unbesiegbar. Ich verfüge über die Macht der Titanen. Ja, die Macht der Titanen hätte ich auch gern. Ist Rafam unverwundbar. Danach können wir ihn für kurze Zeit angreifen, wenn wir an der beschworenen Kreatur vorbeikommen. Wenn wir an der beschworenen Kreatur vorbeikommen, okay. Ist jemand verletzt? Klingt interessant. So, und woher sehe ich jetzt, wie lange der Stab braucht, sich aufzuladen? Und da knistert's, knackt's und krisselt's. Wir durchsuchen das Museum nach nützlichen Gegenständen. Meldet euch, wenn ihr etwas davon brauchen könnt. Aha. Oh, für null. Findet ein Artefakt. Hier steht zwar, trink mich, aber da wir sie in Nax Ramas gefunden haben, wollte es niemand probieren. Sehr nett, sehr nett. Okay, ich spiele mit dem Brunnen, vernichte einen feindlichen Diener. Werden wir mal auch gleich machen. Okay, allerdings ist ja jetzt unsere Hero Power weg und damit können wir auch hier... Nahe so weit. Macht euch bereit. Hier gar keine Karte ziehen. Ja, holen wir uns mal noch was. Schlangen. Ich auch. Verwandelt in ein Diener in eine Grubenschlange 2-1. Okay. Tja, die hier würde ich noch nicht ausspielen. Ich meine, das bringt jetzt alles noch gar nichts, was wir hier haben. Überwältigende Macht. Gucken wir doch mal. Tja, überwältigende Macht. Wir haben uns noch gar nicht gegrüßt, mein Freund. Wow. Der Stab hat sich überladen. Das ist euer Moment. Okay. Ein heiliges Artefakt meines Volkes. Schnell, trinkt. Tja, erstmal gucken hier. Der stählerne Wächter. Jeglicher Schaden, den dieser Diener leidet, wird auf 1 verringert. Okay, erhaltet 4 Mana-Kristalle nur für diesen Zug. Bringt uns nicht viel. Diese 4 Mana-Kristalle, sie bringen uns nicht viel. Tja, was machen? Können wir den verwandeln? Können wir verwandeln. Tja, gucken wir einfach mal. Vernichten wir mal hier die Schlange? Das hätte ich hier vielleicht vorher spielen sollen. Ja, hätten wir es zum Beispiel. Naja, gut. Die 4 Mana-Kristalle heben wir uns mal noch auf. Sofort. Damit kriegt er 1 ins Gesicht. Bam! Fetten Damage in your face, Bitch. Ich bin unbesiegbar. Ihr habt keine Chance. Oh, wunderbar. Hat uns den Angriff bald hochgesetzt. Haben wir eine weitere Gelegenheit. Ziehen wir mal erstmal hier ein Artefakt. Die manifestierte Magie eines manischen Magiers. Der auf allen Charakteren verteilt wird. Das ist natürlich sehr für den Arsch. Wir spielen mal erstmal den Schemen aus.
könnte man nur eine Holy Nova spielen und sie hier zur Strecke bringen. Allerdings würde ich das ungern machen. Wir warten mal ab. Ja, ihn kann ich nicht angreifen. Sie geht kaputt. Von daher war es das erstmal hier die Runde. Nun komm schon hier. Wir werden nochmal gleich. Okay, tradet so. Der Stab ist fast wieder bereit. Aufgepasst. Wunderbar. Sollte der Brunnen überleben, werden wir den Angriff vom Brunnen hochsetzen. Ich weiß nicht, ob ich hier sie schon. Die Geister von Karasan suchen dieses Medaillon heim. Durch instabile Portale. Okay, würde ich auch ungern machen. Ist jemand verletzt? Machen wir das einmal so hier. Durch die Holy Nova könnten wir sie auf 3 kriegen. Die Maid töten sind 5, 7, 8. Wäre ziemlich. Die Frage ist, was gleich wieder für ein Wächter kommt. Meine Hand durch instabile Portale würde ich auch nicht ersetzen. 2, 4, 6, 7 Karten haben wir. Scheiß drauf, wir spielen die Holy Nova. Hauptsache, er lässt mir jetzt den Brunnen ganz, aber den dürfte er so eigentlich nicht kaputt bekommen. Oh, was machst du denn? Okay, die ist in Ordnung. Willst du mich verarschen? Zeigt es ihm. Ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Ey, meine Fresse. Okay, einmal so. Oh, Moment, wir können hier noch ein Artefakt ziehen. Sollte ich mal vorher machen. Steht bei allen Charakteren 10 Leben wieder, ja. Sehr schön. Die Verdammten stehen bereit. Auf allen Charakteren verteilt wird. 10 Schaden. Ich würde den Schemen ungern verlieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei allen Charakteren 10 Leben. Ihm gönne ich sie nicht. Tja, hauen wir so erstmal ein bisschen Damage ins Face. Im Namen des Lichts. So, da kriegen wir wieder was. Wunderbar, wenn alles geheilt wird. Verursacht 10 Schaden. Die Karte kotzt mir ein bisschen an. Tja, lassen wir es so. Seid vorsichtig. Meine Sammlung umfasst Artefakte aus. Ruf Zombie-Mumien 3-3 herbei. Alter Falter. In Ordnung. Ich meine, jetzt hat er so viele Diener. Jetzt könnten wir die Karte glatt mal versuchen. Versuchen wir es einfach. Auf good luck hier. Leck mich doch, fett hier. Das war eine Kiste, die mit nicht öffnen beschriftet war. Allen Charakteren 5 Schaden zu Bam. Okay. Mein Schicksal ist besiegt. Nun hoffen wir mal nicht, dass jetzt die Statue die HP bekommt, sondern der Naxxramas-Schirm. Zack. Nein! In Ordnung. So, okay. Warte mal. Was können wir da machen? 4 Mana-Kristalle bringt uns nichts. Okay, machen wir es so. Ein Charakter in 5 Schaden zu Bam, dann würde ich mir mein Schemel zerstören. Ach, scheißegal, wir versuchen einfach mal die Portale. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas Sinnvolles für 0. Wunderbar, hauen wir nochmal raus. Und nochmal für 0. Bringt uns nichts, so, dann spielen wir das so aus. So, und eine Mumie werden wir jemals zerhauen. Den Schemen wird er uns mit Sicherheit gleich drainen. Oh, Affe mit Waffe. Okay, der Spott. Wunderbar, da geht eine Karte verflucht in sein Deck zurück. Okay, war klar, dass er den Schemen zerstört. So, den ziehen wir mal. Was kriegen wir hier? Aber erzählt Bran bloß nicht davon. Er liebt diese Pfeife.
Jeder Spieler erhält einen zufälligen Zauber auf die Hand. Kostet 0. Hauen wir einfach mal raus. Gucken wir doch mal. Stellt bei einem Helden 4 Leben wieder her und verleiht ihm 2 Angriffe in diesem Zug. Ja, für die Figur hätte ich jetzt natürlich ein bisschen was gebrauchen können. Ein Geheimnis kriegen wir nicht. Okay, das kann ich auch noch raushauen. Publikumsliebling. Erhält jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte mit Kampfschrei ausspielt. Tja, haben wir momentan nicht. Dann werden wir es doch mal glatt so machen hier. Hier opfern wir mal das rein. Zwei Angriffe in diesem Zug. Natürlich machen wir es einmal so hier, einmal so. Nee, wollen wir noch nicht spielen. Eventuell können wir danach was mit anfangen. Oh, Lady Nasya. Gut, damit kann sie eh nicht angreifen. Und er kriegt 7 Schaden in your face, bitch. Was macht denn die Beste hier? Ersetzt am Ende eures Zuges alle anderen Diener durch neue, die gleich viel kosten. Wow. Tja, und wir haben nichts mit Kampfschrei. Oh, und er hat Reno bekommen. Ach, verdammt, vielleicht hätte ich hier erstmal ziehen sollen. Entdeckt ein Diener, erhaltet 3 Kopien davon auf die Hand. Wow, okay, wäre mir 2, 4, 6, naja, bringt nichts. Spielen wir mal sie hier, 3 Kopien davon auf die Hand. Mit Windzorn, die muss er uns definitiv zerhauen, ansonsten... Wobei, Lady Nasya könnten wir ja theoretisch killen. Ach, wir versuchen es erstmal. Wir gehen erstmal ins Face. So, 4 Leben zurück. Und so. Durch Nasya werden sie ja wahrscheinlich gleich ersetzt. Okay. Vernichtet alle Diener. Aha. In Ordnung. Gut, wir haben noch 2-mal die Furie auf der Hand. Gut, das war's dann auch mit ihr. Scheint eure Streitereien unbeschadet überlebt zu haben. Tja. Feinde haben wir momentan noch keine. Jetzt heißt erstmal wieder kurz durchhalten. Verursacht 10 Schaden, der auf einen Feind verteilt wird. Das ist natürlich für den Arsch. Oh! Die hat überlebt. Sehr schön. Ziehen wir hier erstmal. Davon haben wir noch tonnenweise. Macht ihm den Chaos. Und dann hauen wir die doch gleich raus. Ziehen wir hier erstmal noch eine Karte. Wunderbar. Allerdings spielen wir erstmal sie hier. Können wir nicht machen. Okay, logischerweise hat er nur ein Schild. Aber damit ist er nächste Runde fällig, wenn er uns die jetzt nicht vernichtet. Oh, Sina. Hallo. Haltet am Ende eures Zuges eine Wunschkarte. Hält er jetzt ja 3 Wunschkarten. Tja, damit war es das auch mit dem Kollegen hier. Ach, wir spielen mir hier nur ein bisschen rum. So. Hier allen Feinden 3 Schaden, inklusive ihn. Von daher war es das ja erst recht wohl. Zack, in your face. Dann machen wir das Ganze doch so und räumen nochmal das Feld vorher schön leer. Ja, und damit war es das auch mit ihm. Gucken wir mal nochmal, ob er was zu sagen hat. Gut gespielt. Ist hier nur am Rumstöhnen der Beste.
Danke. Ja. Ja. Oh, da haben wir die Linse kaputt gemacht. Bitte. Ja. Ja. Gut, damit gibt's hier für dich, mein Freund. Suck it. Oh, mein Nein. Ich dachte, da kommt ein Ja, ja. Ja, wunderbar, hat mit dem Priester doch geklappt. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen hingezogen. Aber dadurch, dass man ihn nicht immer angreifen kann und ich leider in der Feier ziemlich spät bekommen habe, beziehungsweise das eine Mal weggeworfen habe, war es das dann auch. So, unheimliche Statue. Kann nur angreifen, wenn sie der einzige Diener auf dem Schlachtfeld ist. Eine 7-7er für 4 ist schon sehr, sehr cool. Und Wüstenkamel, Kampfschrei, legt aus jedem Deck einen Diener, der 1 kostet, auf das Schlachtfeld. Die kenne ich doch irgendwo. Ja, gab es die hier bei der Jägerausforderung oder irgendwo, meiner Meinung nach, war die doch mal hier schon zu spielen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, damit haben wir auch den letzten Flügel im Normalmodus abgeschlossen. Halle der Forscher komplett beendet. Erhalten Elise Sternsucher, Kampfschrei, mischt die Goldaffen-Schatzkarte in euer Deck. Ja, ich habe mich hier schon ein bisschen belesen. Das ist eine richtig, richtig geile Karte. Wenn man denn die Goldaffen-Schatzkarte zieht, kriegt man nochmal eine Karte ins Deck gemischt, und zwar den Goldaffen direkt. Und sollte man dazu kommen, den Goldaffen auszuspielen, werden sämtliche Diener auf der Hand und im Deck zu legendären zufälligen Dienern. Das ist eine sehr, sehr fette Kartenkombi, wenn man die spielen kann. Also ich werde sie wahrscheinlich in meinen Mildred mit einbauen, da ich da auch mit relativ viel Karten ziehe. Ja, und von daher freue ich mich schon mal über die Karte. So, die zweite Karte, Meister die Bravaden persönlich. Kampfschrei entdeckt ein mächtiges Artefakt. Ja, davon haben wir auch gerade welche kennengelernt. Eins davon war dieses 10 Schaden verteilen. Dann gibt es noch irgendwie einem Diener plus 10 Schaden und 10 Leben zu geben. Und noch irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Und wir haben die Schurken- und Magier-Klassenherausforderungen freigeschalten. Wunderbar, die werden wir dann auch gleich noch angehen. Und der Stab des Ursprungs dürfte ja wieder zurück sein. Sehr schön. Ja, damit haben wir auch komplett die Forscherliga abgeschlossen. Ihr habt euch erneut in einem glorreichen Abenteuer bewährt. Ja, richtig. Und wir haben den Stab. Kann man damit irgendwas machen? Dank eurer Heldentaten befindet er sich nun sicher in der Halle der Forscher. Das ist schön. Ja, gut. Genug gespielt. Damit verabschiede ich mich erstmal. Sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor. Und ich hoffe, wir sehen uns zu den Klassenherausforderungen und, wenn es heißt, die Forscherliga heroisch. So, macht's gut und bis dann. Ciao.